Wollt ihr eiskalte Getränke im Sommer? Dann bleibt dran, ich habe was Nices für euch. Und zwar den Harkonic KB14 Eismaker. Das hier ist der KB14 Eismaker. Dieser hat ein Fassungsvermögen von ungefähr 2 Liter, produziert Eiswürfel in 2 verschiedenen Größen und besitzt sogar eine Autoreinigungsfunktion. Und diesen werde ich euch heute kurz vorstellen. Grundsätzlich gibt es zu dem Gerät ein paar Dinge zu sagen. Und zwar haben wir hier als erstes das Display. Da haben wir einmal den Power-Knopf, den Select-Knopf, der euch anzeigt, ob ihr große oder kleine Eiswürfel ausgewählt habt. Und zusätzlich noch 2 Anzeigen, die anzeigen, ob der Eisbehälter voll ist oder ob das Gerät mehr Wasser benötigt. Allgemein kann man sagen, das Gerät ist sehr hochwertig verarbeitet. Alles ist hier Edelstahl und sonst Plastik. Bevor ihr das Gerät zum ersten Mal nutzt, empfiehlt der Hersteller, dass ihr ungefähr für 2 Stunden diese Plastikklappe offen lässt und natürlich alle Verpackungen soweit entfernt. Wichtig war jetzt auch bei mir, dass dieser Eisschieber in dieser Position sich befindet. Wenn er verdreht ist, solltet ihr den vorsichtig per Hand dann wieder umdrehen. Zusätzlich haben wir noch eine kleine Eiskelle und den angesprochenen Eiskorb. Wenn ihr das Gerät nun anschaltet, werdet ihr sehen, dass der Powerknopf aufleuchtet. Damit befindet sich das Gerät im Standby-Modus. Beim Drücken des Powerknopfs ist das Gerät angeschaltet und wie ihr schon seht, befindet sich die Anzeige jetzt im Large-Modus. Ihr könnt einmal drücken und dann befindet ihr euch im Small-Modus. Wenn ihr den Eisbehälter rausnehmt, werdet ihr auf der Seite einen kleinen Strich entdecken. Der zeigt euch an, bis wohin der Füllstand dieses Gerätes geht. Das sind ungefähr 2 Liter. Haltet ihr für 3 Sekunden die Select-Taste gedrückt und dann blinken die beiden Lichter und dann ist so die Auto-Clean-Funktion aktiviert. Das dauert ungefähr 5 Minuten und das Gerät reinigt sich von selber. Das solltet ihr vorm ersten Benutzen einmal machen und das Wasser auf jeden Fall danach wegschütten. Um das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, befindet sich hier ein Stopfen, den ihr einfach vorsichtig rauszieht und das Wasser läuft dann einfach aus dem Gerät raus. Kommen wir jetzt zur eigentlichen Eisproduktion. Und zwar drückt ihr dazu einmal den Powerknopf, wählt die entsprechende Größe aus zwischen Small und L. Ich empfehle aber hier L und dann wartet ihr einfach. Beim ersten Mal benutzen Sie in den ersten paar Durchgängen die Eiswürfel ein bisschen kleiner, danach stellt sich das Gerät aber auf die normale Größe ein. Das entspricht bei den großen Eiswürfeln ungefähr 3 bis 4 cm. Hier nochmal die wichtigsten Funktionen im Überblick. Einmal die Auto-Clean-Funktion, die Auswahl der verschiedenen Eiswürfel und natürlich die Eiswürfelproduktion. Ich hoffe, euch hat das ganze Video Spaß gemacht. Wenn ja, dann schaut auch hier vorbei bei einem anderen Video, wo ich ein anderes technisches Gerät teste. Oder abonniert direkt meinen Kanal und bis bald. Tschüss.